liebe Freunde des Musikvereins Eintracht Petershausen. Ja, dieses Jahr ist alles etwas anders. Aber die Weihnachtsgeschichte, die ich sonst zwischendrin traditionell bei unserem Konzert erzähle, werde ich auch dieses Jahr erzählen. Nur ich verstecke mich hinter verschiedenen Türchen im Adventskalender. Die Geschichte heißt Die Weihnachtsgäste. Das ist aus Dänemark und von Christa Spilling-Nöker. Es dämmerte bereits und in den Häusern im Dorf war man gerade damit befasst, die Kerzen an den Weihnachtsbäumen anzuzünden, als zwei arme Wanderer bei einem Gehöft anklopften und für die Nacht um ein Quartier baten. Doch die Antwort fiel schroff aus. Nein, man könne solchem Bettelpack kein Obdach gewähren. Sollten sie es doch anderswo versuchen. Und schon fiel die Tür ins Schloss. Müde schleppten sich die beiden weiter, als sie zu einer Hütte kamen, in der ein armer Häusler mit seiner Frau wohnte. Auch hier klopften sie an und baten für die Nacht um ein Dach über dem Kopf. »Kommt nur herein«, sagte der Mann. »Wir haben nicht viel, aber das, was da ist, wollen wir gerne mit euch teilen.« Den beiden Gästen wurden die besten Stühle am Tisch angewiesen. Und da sie sehr durstig waren, holte die Frau einen Krug mit frischer Milch herbei. Während sich die Fremden labten, flüsterte sie ihrem Mann zu, »Es sind Fremde. Wir sollten den Widder schlachten, um ihn später ein angemessenes Weihnachtsessen vorsetzen zu können.« »Das ist eine gute Idee. Ich gehe gleich in den Stall.« So kam zu später Stunde ein herrlich duftender Weihnachtsbraten auf den Tisch. Sie aßen und plauderten vergnügt miteinander, so dass es für alle ein wunderbarer, heiliger Abend war. Als die Fremden müde waren, richtete die Frau ihnen die eigenen Betten her. Für sich selbst bereiteten sie etwas Stroh auf dem Boden aus und legten sich darauf zum Schlafen nieder. Am kommenden Morgen gingen sie alle miteinander in den Weihnachtsgottesdienst. Danach wollten sich die Fremdlinge verabschieden. Doch die beiden armen Leute baten die beiden inständig, noch die beiden Weihnachtstage mit ihnen zu verbringen. Sie hätten jetzt ja so viel gutes Essen, es dürfte doch nicht verkommen. So blieben die Gäste noch 2 Tage, dann aber reichten sie dem Mann und der Frau die Hand zum Abschied und dankten ihnen für ihre Gastfreundschaft. Sie standen schon in der Tür, als einer der beiden Männer fragte, »Wie viel Hörner hatte der Widder?« Die Frau sah ihn etwas verdutzt an und erwiderte, »2 natürlich.« »So mögen euch 2 Wünsche in Erfüllung gehen. Sagt, was euer Herz begehrt.« Der Mann erwiderte, »Sie wünschten sich auf Erden ihr tägliches Auskommen und nach ihrem Tod einen Platz im Himmelreich.« »Diese Bitten wird euch Gott gewähren«, sagten die Fremden. »Am nächsten Weihnachtsfest werden wir wieder an eure Tür klopfen.« Dann gingen sie ihres Weges. Fortsetzung folgt.